Jo Leute, die letzte Aufnahmesession heute, bevor es losgeht. Ja, ihr werdet gleich sehen. Kerrigan ist stärker geworden. Isha, was macht ein Urzerk in meinem Leviathan? Ich bin Ehaka, ein Sammler. Ich töte Nemo-Essenz. Ich komme zu dir, weil ich deine Veränderung spüre. Ganz Zeros spürt sie. Ganz Zeros fürchtet sich davor und vor dir. Aber du hast keine Angst vor mir, oder, Ehaka? Du leuchtest, du wirst mehr Essenz sammeln. Ich werde folgen. Tust du es nicht, werde ich nicht folgen. Ich habe schon gefährlichere Bündnisse geschlossen. Nun gut, du kannst bleiben. Verrate mich und deine Essenz gehört mir. Oh, Ehaka. Sprechen wir mal mit Zurvan. Du bist wiedergeboren. Ein Anführer mit endloser Macht. Ich fühle mich unbesiegbar. Wie Amon, den ich einst kontrollierte. Das tat er nie. Ich spürte einen Einfluss. Etwas Dunkles. Lang vergangen. Amon muss vor meiner Verseuchung gestorben sein. Ich hoffe es. Denn er war wahrlich ein mächtiger Gegner. Alles klar. Und was sagt uns Ishi-Ishsa? Du strahlst eine unfassbare Kraft aus. Mehr noch als die alte Königin der Klinge. Alles ist anders. Ich konnte den Schwarm schon immer hören und ihn kontrollieren. Aber jetzt fühle ich den Schwarm. Ich bin der Schwarm. Natürlich. Glaubst du, dass sich mir die verbleibenden Rudelanführer jetzt anschließen werden? Sie sind ein Fels, ein Baum, ein Berg. Sie trotzen den Wind. Sie streben nach Macht. Und du? Ich bin ein Fluss. Ich werde fließen. Ich bewähre Essenz. Nun, die Rudelanführer haben jetzt keine Chance mehr gegen den Schwarm. Sie sammeln schon seit Jahrtausenden Essenz. Sie sind blind, aber sie sind nicht dumm. Das war jetzt eine Anspielung auf was? Eingraben ermöglicht dem Schwarm, muss sich einzugraben, kann ohne Aufdeckung von Gegnern nicht gesehen werden. Kann im eingegrabenen Zustand weiterhin Schrecken erschaffen. Okay, Schrecken können sowohl Luft- als auch Bodeneinheiten angreifen. Ja, das ist natürlich was Tolles. Das ist natürlich... Wir machen das da. Und hören uns mal an, was Abatur zu sagen hat zu unserer neuen Form. Was ich jetzt bin, übersteigt dein Verständnis.
schwer zuzugeben. Kann neue Strukturen nicht verstehen. Wende mich wieder Arbeit zu. Mach das. Ist, glaube ich, auch besser für dich. Nächste Mission. Es ist Zeit. Tritt den verbleibenden Rudelführern entgegen. Nimm, was das ihre ist. Erfülle das Schicksal aller Zerren. So, wunderschön. Genug getrunken jetzt erstmal für die gesamte Mission, hoffe ich mal. Und ich hoffe, dass es jetzt rasch weitergeht. Und dass wir recht bald fertig sind damit. Oh, ich freue mich auf morgen. Morgen ist ein geiler Tag. Oh, Battlefield 4, wow! Was haben wir denn hier? Mit dem Kopf durch die... Die ewige Mutter, gefühllos und zerstörerisch. Töte sie und du wirst über alle zerherrschen. Natürlich. Sie alle haben den Großteil ihrer Streitkräfte gegen deine Schwarm ausgesandt und sind nun selbst angreifbar. Isha, verteidige den Leviathan. Ich kümmere mich persönlich um die Anführer. Sie kümmert sich persönlich. Was du heute kannst besorgen? Sie kann wahrscheinlich springen. Meine Königin, neue Form, mächtig, kann sehr hoch springen, Feinde niederschlagen. Neue offensive Fähigkeit, Psi-Verschiebung, Vorwärtspreschen, Kreaturen im Weg vernichten. Zucker. Dieser Planet gehört mir. Dieses Relikt, ursprünglich von Zelnaga. Der Urschadenhelfer, sie bekämpfen Jagdras Brut. Neue Form kann Essenz beeinflussen. Ah, wie geil. Wie Zucker ist das denn? Der Schwarm erobert alles. Wir passen von A. Es ist Zeit. Gewagt. Wie Zucker ist das denn? Verschiebe stets auf morgen. Was ist es diesmal? Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm erobert, deine Königin lauscht. Es war eine geile Aktion von der Kerrigan. So, meine Mom kam gerade rein. Welche Semmel? Macht eure Flügel. Was du heute kannst du sorgen. Ja. Ich heile euch schon, meine kleinen Kumpels. Juhu! Micro! Ich werde das Fleisch von deinen Knochen schmelzen
Natürlich wirst du das. Ja, machen wir das mal hier alles kaputt. Was passiert hier? Achso, ich dachte schon, das Spiel hält an. Ist der nicht tot? Zuckerkerrigen. Hast du jetzt auch die von denen? Hast du jetzt mehr Energie? Ja. Nee, tatsächlich nicht. Sprich. Ja gut, ich gehe ja schon. Verschiebe stets auf morgen. Ich bin der Schwarm. Hier. Ja, kein Stress. Wir kennen keine Grenzen. Macht euren Frieden. Ah, macht sie kaputt, Leute, komm. Dieser Planet gehört mir. Was du heute kannst besorgen? Das war jetzt ganz locker erledigt. Ja, Kerrigan, du bist der Schwarm. Oh ja, das ist echt gewagt von dir. Komme ich da auch so hin, ist die Frage. Natürlich nicht. Oh ja, Kerrigan, du machst das schon. Ja, mach mal. Ja, kein Stress, Leute. Das sagt sie jetzt aber zu oft. Tut mir leid, das sagt sie mir jetzt aber echt zu oft. Ach, komm her. Nein, nein! Ich habe aus Versehen einen meiner eigenen Leute angegriffen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Zwei meiner Leute verloren. Ach. Lächerlich. Och komm, das war echt schlecht gerade. Jetzt habe ich fast nichts mehr an eigenen Streitkräften. Was du heute kannst besorgen? Ja, Einsatz bereit. Die Eroberung geht weiter. Du bist es wert. Natürlich. Außenschnitte. Fleisch zerschneiden. Was?
kein Stress. Jetzt mach den mal fertig, Leute. Das kann ja wohl nicht angehen, dass der uns irgendwie... Ganz lecker. Was ist es diesmal? Nichts. Ich habe doch gar nichts gesagt, oder? Gewagt. Mein Rumpel trifft ein. Sie werden deine Feinde zerquetschen. Zerquetschen. Die Eroberung geht weiter. Sie werden meine Feinde zerquetschen. Oh, da werde ich jetzt ganz psyverstrahl durchrushen. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Aber das ist ja kein Stress. Ich gehe mal rüber, Leute. Hier müsste... Ja, ja. Hey. Wir passen uns an. Ich bin der Schwarm. Aha. Dieser Planet gehört mir. Was ist es diesmal? Was machen die da? Egal. Der Schwarm erobert alles. Ich will es gar nicht wissen. Was du heute kannst besorgen? Wir kennen keine Grenzen. Oh, das ist ja Zucker, was ich hier mache. Alle vier Artefakte auch noch. Da geht's ja eigentlich nicht, was ich hier mache. Erstmal schön die komplette Truppe hochheilen. Wir kennen keine Grenzen. Der Schwarm erobert. Deine Königin lauscht. Erledigen wir erstmal die Kumpels hier. Wir passen uns ab. Gewagt. Ich bin der Schwarm. Dieser Planet gehört mir. Ich bin der Schwarm. Ach du Scheiße. Mensch wird leiden. Wir kennen keine Grenzen. Was du heute kannst besorgen. Ja, wir kennen keine Grenzen. Toll, das verreckt. Der Schwarm erobert alles. Die Eroberung geht weiter. Toll, dass meine komplette Army eigentlich fast schon wieder gestorben ist. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin weit verletzt, meine Schulz. Schießen sich dir an.
Ja, jetzt komm, mach mal einfach den letzten Boss fertig und dann können wir endlich abhauen. Macht euren Frieden. Ja, mach deinen Frieden, deine Mama. Aha. Alle sind in die Luft geflogen, bis auf einer. Es ist Zeit. Zorban. Die Rudelführer sind tot. Ihre Rudel schließen sich deinen Schwarm an. Hier stehst du. Vollkommen. Du bist Zerg. Deine Essenz strahlt vor Macht. Meine Evolution vorantreiben zum ersten Mal seit Jahrtausenden. Meinst du? Ich habe mich schon gefragt, wann du deine Absichten offenbarst. Treue nur sich selbst gegenüber. Töten oder getötet werden. Das weißt du. Selbstverständlich. Einer wird verschlungen und der andere wird mächtiger als beide. Das ist das Vermächtnis der Zeit. Na dann. Ich führe deine Hand. Kämpfe, Herrliche. Was ist es diesmal? Kein Stress. Du bist tot. Es ist Zeit. Sehe ich aber auch so. Alle drei Erfolge. Naja, Leute. Wir werden jetzt weitermachen bis zum Speichern und dann sehen wir uns wieder. Weil ich erst morgen oder so weiter aufnehmen werde. Deine Verwandlung hat deine Fähigkeiten verändert. Wenn du willst, kannst du die Änderungen in deiner Kammer ansehen. Alles Klärchen, Bärchen. Jetzt erstmal talken wir. Hast du gewusst, dass sich der Uralte gegen mich wenden würde? Meine Essenz. Er konnte ihr nicht widerstehen. Und du hast nicht versucht, mich zu warnen. Er war Zerg. Du bist Zerg. Einer stirbt. Und einer wird stärker. Das weißt du. Ich fange langsam an, dich zu verstehen, Demarker. Mhm. Ich nicht. Du bist stark geworden und hast einen weiteren Planeten eingenommen. Ich denke, das Universum wird dir gehören.
Das weiß ich nicht. Aber die Zerg werden niemals wieder die Marionetten anderer sein. Nicht einmal der Xel'Naga. Wir haben uns verändert. Und jetzt warten andere Welten. Ganz genau. Schauen wir uns mal Kerrigans Fähigkeiten an. Die Sitzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Oh, jetzt. Wenn die nächste Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. Ah. Oh. Das finde ich jetzt lächerlich. Nee, da will ich lieber die Kettenreaktion. Mit begrenzter Lebenszeit. Wilde Mutation. Nee, da ist mir das Heilen eigentlich fast schon am liebsten. Effizienz von Vespingas. Einheiten und Strukturen erhalten eine höhere Lebensregeneration. Und eine um 30% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit auf Krieger. Drohnen werden ohne zusätzliche Kosten in Zweiergruppen erschaffen und benötigen weniger Versorgung. Noch weniger als jetzt schon, oder wie? Nur noch zwei weitere Fähigkeiten stehen uns zur Verfügung. Nee, ist das mit dem Extraktor? Es hat sich eh erledigt, wenn wir zwei Drohnen pro Drohne bekommen. Also wäre eigentlich eine Idiotie. Aber Tour. Erzähl mir von deiner Arbeit. Sehe Fleisch, sehe nur Potenzial. Stränge, Sequenzen, verdrehen, zertrennen, zusammenfügen. Möglichkeiten für Verbesserung identifizieren. Fleisch essen, Knochen splittern. Wenn in mir, kann es berühren. Bewegen, nutzen, großartig machen. Aber nicht perfekt. Nie perfekt. Perfektion ist Ziel, das sich ändert. Bleibt nie gleich. Dein Anstreben, Verricht erreichen. Du bist nützlich. Ach, klar. Na, den machen wir jetzt auch noch. Komm. Diskengattung bereit für Anpassung. Expeditionsboot hat uralte Zergessenz im Territorium der Liga entdeckt. Boot wird angegriffen. Zeit begrenzt. Das ist die schlimmste Evolution. Mir gefallen die Hydralisken so, wie sie sind am besten. So sehen sie richtig scheiße aus und... Oh, Kuratz, ey. Drecksnoten, Fotze, Anal, Ficken, Drecksau, Anal. Das ist echt, also das stört mich jetzt am allermeisten. Jetzt halt aber, hopp, mach einfach. Jetzt, hallo. Planet Marek 5, Schwarmcluster unter Beschuss. Spezialisten der Liga. Wir müssen schnell handeln. Na ja. Essenz nahe. Schöpfung von Overmind. Fellnerkolonie. Langsamer Angriff. Unglaublicher Schaden. Essenz einsammeln. Hydralisten anpassen. Liga bezwingen. Schaden. Ungemein. Du erreichst mich nicht. Ich bin auf Creep viel zu schnell für dich. Untersuche. Sequenz unvollständig. Muss übrige Fellnerkolonien vernichten. Ach, noch weiter.
Na dann, komm, mutier jetzt. Ich muss los. Und die bringen mir jetzt was? Fehler kann eingegraben angreifen. Greift einzelnes Ziel an. Zerfetzt Panzerung. Da ist gerade was auf den Boden gekommen. Naja. Dieser Raketenturm kann unsere Fehler entdecken, selbst wenn sie eingegraben sind. Schaltet ihn zuerst aus. Ja, mach mal es halt kaputt hier. Siehst du einfach aus dem Boden, wie Schwänze aus dem Boden kommen. Das erlebst du sonst nirgendwo. Ich brauche mehr Sicht, Jungs. Wunderschön. Oh, die Schwänze, wie sie aus dem Boden ragen. Terranische Truppen eliminiert. Alternative Hydralisten-Metamorphose möglich. Verbleibende Schleicherbauten entdeckt. Planet Kaviar. Einst Brutkolonie für Dallos Brut. Jetzt verwildert. Komm, ich muss los. Hopp, 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 hopp. Ich kann sie kontrollieren, aber ich kann nicht mehr von ihnen erschaffen. Schlüsselsequenz für Transformation fehlt. Benötigt Schleicherbau. Namenbau sicher. Essenz unter Kontrolle von Schwarm bringen. Mhm. Wo muss ich ihn jetzt hin? Die verwilderten Zerg haben uns gespürt. Vergrabt euch, schnell! Kein Stress. Leicher, weit eingegraben, viele Feinde an. Oh, Zucker. Tief gegen leichte Einheiten. Mehr verwilderte Zerg. Grabt euch sofort ein und greift sie an. Ja, ja. Auf dem Weg, um Essenz zu extrahieren. Overlords unterwegs. Aha. Halt! Ich spüre, dass die verwilderten Zerg in Bewegung sind. Sie greifen von Süden aus an. Verteidigt den Schleicherbau. Kein Problem, Chefin. Eine weitere Welle. Haltet sie vom Schleicherbau fern. Die sind einfach fertig mit der Welt. Verbindete Zerg bezwungen. Brutmutter bereit zur Essenzentnahme. Muss Sequenzen für Hydralisken-Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Yo, Baby.
Kampfsequenz von Realisten bereit für Integration. So. Erwarte Entscheidung. Okay. Greift im eingerahmten Zustand Einzelziele an, effektiv gegen gepanzerte Einheiten. Das ist effektiv gegen leichte. Das gefällt mir eigentlich schon eher. Ja gut, dann war's das jetzt. Okay. Was macht man jetzt? Jetzt kann man, ich drehe nochmal die Reise an. Wir müssen noch nach Char reisen, dem einstigen primären Schwarmcluster der Zarg im Kokulu-Sektor. Zarg und Terraner ringen um die Vorherrschaft des Planeten. Um den Schwarm wieder zu vereinen, musst du Char zurückerobern. Dein erster Gegner ist die abtrünnige Brutmutter Zagara. Sie wird dir ihre Brut nicht kampflos überlassen. Ach, soll sie mal nicht weinen. Aber in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Wir sehen